Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel morgen Abend beim SV Werder Bremen. Ich begrüße unseren Trainer Lucien Favre und bitte Sie um Ihre Fragen. Bitte schön, Sebastian Wessling von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ja, als erstes die Standardfrage nach dem Personal. Wie sieht es da aus? Gibt es Spieler, die irgendwie angeschlagen fehlen seit dem Wochenende oder welche, die zurückkehren? Ja, wenn zwei, drei Spieler, die ja, waren angeschlagen, auch und aber sollte gehen, wahrscheinlich. Und nur Delaney, der kann noch nicht. Der kann noch nicht. Sonst. Jesko von Eichmann, Sky Sport News HD. Favre, muss natürlich auch die Frage zu Emre Can kommen. Wie weit ist er schon und kann er schon im Kader stehen gegen Werder Bremen? Wie weit ist er, dass er hat gestern trainiert mit 8, 9 Spielern und nochmal, ganz normal, ich muss mit ihm reden. Und auch wir müssen zusammen reden, ob er bereit ist, schon im Kader zu sein. Es ist möglich. Jörg Weiler von der Bild. Herr Favre, wie gefährlich ist SV Werder Bremen im Pokal jetzt? In der Meisterschaft hängen Sie ja im Moment ein bisschen durch. Ja, sie haben eine schwierige Phase, aber ja, die letzten Spiele habe ich geschaut. Sie haben 0-1 in Düsseldorf gewonnen am Anfang an, zu Hause gegen Hoffenheim verloren, wo es war 0-3 am Ende, aber es ist nicht die Wahrheit, klar. Und das letzte Spiel in Augsburg, 2-1 verloren, es war sehr, sehr eng. Das ist nicht einfach in Augsburg, das wissen wir auch. Und ja, sie spielen mehrere Systeme, 3-4-3, 3-5-2 oder 5-3-2. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Anne van Eickels für den WDR. Wie viel Spaß haben Sie gerade an der Leistung und an Ihrer Mannschaft? Die spielt nach offensiv ja sehr, sehr gut nach vorne und es macht Spaß zuzugucken, auch als Zuschauer. Ja, sehr, sehr viel, weil wir haben 3x5 Tore gemacht und wir konnten noch mehr machen. Und aber 15 Tore in 3 Spiele, das ist sehr, sehr schön. Wir haben 3x gewonnen, das ist das Wichtigste. Und wie viel Selbstvertrauen gibt das auch der Mannschaft? Also haben Sie da noch mehr feststellen können in den letzten Tagen? Ja, es fehlt eine Mannschaft, wenn du gewinnst, dreimal nacheinander und so mit vielen Toren. Es bringt Vertrauen, natürlich. Ja. Patrick Berger für Sport 1. Hallo, Herr Favre. Hallo. Ganz wichtig in Ihrem System ist ja natürlich auch Jadon Sancho, der zuletzt auch wieder eine Bestmarke aufgestellt hat. Auch Herr Zorc war da begeistert wirklich von ihm. Welche Rolle spielt er in Ihrem System und ist er vielleicht sogar der wichtigste Spieler? Ja, Sie fragen mich in dieses System. Er ist gut in jedes System, also egal was du spielst. Er kann 4-3-3, 4-2-3-1 und er adaptiert sich sehr, 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 sehr gut an ein anderes System. Weil er kann nicht nur Flügel spielen und er kann falsche Nummer 10, er kann innen, außen, er kann viel. Jesko von Eichmann. Wir haben gerade schon über die Offensive und Sancho gesprochen. Mir ist Sancho gegen Union Berlin auch defensiv sehr positiv aufgefallen. Er war zweimal im eigenen Strafraum, hat da Überzahl hergestellt, den Ball abgefangen, auch Haaland vorne mit, wie ich finde, einer ganz anderen auch defensiven Wucht. War das dann auch das Ergebnis, dass Sie eben kein Gegentor kassiert haben? Ja, das ist immer wichtig, dass wir zu Null spielen und das ist wichtig und es fängt dann mit die drei vorne oder die zwei vorne oder die vier vorne. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie da sind, auch die müssen die Mannschaft helfen zu verteidigen. Eine Nachfrage? Machen die das jetzt noch besser als vorher? Hatte ich das Gefühl gerade gegen Union. Ja, vorher war Haller nicht da.
Sancho hat immer noch nach hinten gearbeitet. Die Szene gegen Union Berlin, wo er zurückkommt, macht einen 50 Meter Sprint. Das war sehr, sehr gut. Das war plus. Es ist sehr gut. Er kann das machen. Sebastian Wessling. Die Transferperiode ist ja vorbei seit dem Wochenende. Wie sehen Sie Ihren Kader jetzt aufgestellt? Würden Sie sagen, Sie haben sich verstärkt? Ich finde unsere Transfer sehr gut und ich finde für die Mannschaft, das ist mit Haaland, der hat schon viel gezeigt nach 3 Spielen. Natürlich, man muss nicht vergessen, er ist 19, er hat viel vor ihm auch, er hat ein Potenzial, sich klar zu verbessern mit 19. Das ist ganz logisch, er macht schon sehr, sehr viel. Und das ist sehr, sehr positiv, nicht nur jetzt, für die Zukunft, ich finde, weil er will immer arbeiten. Wenn er verpasst ein Tor im Training, er ist sehr unzufrieden mit ihm selbst und er will immer, ja, und er hat die Wille auch, sich zu verbessern, zu arbeiten. Und Emre Can, er braucht auch Zeit. Er hat das letztes Jahr nicht viel gespielt, auch in Italien hat gespielt, aber nicht so viel, hat mit Deutschland gespielt. Und wir werden sehen. Wir werden sehen, wann er kann, im Kader oder in der Mannschaft. Tobias Jören für die Ruhrnachrichten. Herr Favre, Sie haben gegen Augsburg und gegen Köln jeweils mit der gleichen Startelf gespielt. Jetzt haben Sie gegen Union einmal gewechselt und Haaland für Hazard gebracht. Sehen Sie den Pokal auch als Möglichkeit jetzt, weil es losgeht mit den englischen Wochen, zu rotieren? Oder sind Sie so zufrieden mit Ihrer Startelf, dass Sie das im Moment ganz gerne auch laufen lassen würden? Momentan, ich weiß noch nicht genau, 100%. Das ist möglich, dass wir ein wenig rotieren. Zagadou kommt auch zurück von seiner Verletzung und wir sehen, das ist möglich. Eine Nachfrage? Wenn Sie es bewerten müssten, welchen Stellenwert hat der DFB-Pokal für Sie? Legen Sie da jetzt die Priorität eher auf die Bundesliga oder ist der Pokal genauso viel wert? Nein, wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist für mich auch wichtig, weiter zu gewinnen. Jesko von Eichmann. Zurzeit ein ganz großes Thema sind Emotionen auf dem Platz. Die Schiedsrichter geben sehr schnell gelbe Karten, auch den Trainern sehr schnell gelbe Karten. Wie finden Sie das? Wird da ein bisschen Emotionalität aus dem Fußball rausgenommen oder ist es richtig, dass alles etwas, auch Aggressionen etwas dadurch runtergefahren werden? Ich kenne das nicht, weil ich habe das selten gehabt mit dem Schiedsrichter. Aber ja, wenn ein Trainer übertreibt, das ist logisch, dass der Schiedsrichter unzufrieden ist und sagt ihm etwas, das ist klar, mit einer gelben Karte, das ist eine andere Frage. Um eine gelbe Karte zu bekommen, du musst schon etwas sehr hart sagen. Ja, für die Spieler auch ist jetzt diese neue Regel, wo du darfst nicht das machen. Ich finde das okay auch, weil du verlierst deine Zeit hier. Das ist gepfiffen, es ist nicht einfach, Chili zu machen. Es ist so schwer, man sieht das jeden Tag im Training, wie es schwer ist. Und es bringt nicht. Manchmal du kannst alle zusammen, aber Chili, das war falsch und er muss das prüfen, verifizieren. Klar, er muss auch akzeptieren, dass manchmal sie machen auch Fehler, jeder macht Fehler. Aber wenn es hat gepfiffen müssen, Respekt haben und weiter spielen und fertig. Okay, Sebastian Wessling, bitte. Sie haben ja in Emre Can auch einen Spieler, der sehr großen Ehrgeiz auch verkörpert.
Sind Sie jetzt noch stärker als Moderator gefragt in diesem Kader? Weil Sie haben ja sehr, sehr viele Spieler, die gerne Startelf sein wollen und nach wie vor nur 11 Plätze, die Sie vergeben können. Ja, Sie haben mich schon gefragt, vorher haben Sie uns verstärkt und so. Und ich habe schon geantwortet an diese Frage. Ich habe über Haaland gesprochen und über Emre Can gesprochen. Ich habe gesagt, er kann mehrere Positionen spielen und er kann Innenverteidiger zu dritt, er kann wie mit der Nationalmannschaft, hat das oft gemacht, er kann auch im Mittelfeld, das ist seine Lieblingsposition, ich denke, aber wir werden sehen. Er meint, ob du den Kader mehr moderieren musst, weil so viele spielen. Momentan ist es okay. Ja. Ich muss das immer machen, das ist ein Job für die Trainer, das ist klar. Aber nicht die Einzigen, die haben das. Viele Vereine haben das. Patrick Berger. Ja, daran nochmal anschließend die Frage zum Thema Konkurrenzkampf. Ich will es jetzt nicht nochmal komplett aufdröseln, aber nach den Auswechslungen von Hakimi und Reus gab es ja so ein bisschen Emotionalitäten, die gezeigt wurden. Haben Sie das nochmal thematisiert hinterher in der Mannschaft auch? Nicht so viel, aber es ist ganz okay. Ich war auch Spieler, ich weiß, was ist das. Und es ist nicht so wichtig, aber es ist schon geklärt für Hakimi. Und daran nochmal anschließend? Marco Reus, es war speziell. Okay, daran nochmal anschließend eine Frage zu Erling Haaland. Das ist ja ein richtiger Hype, der ausgebrochen ist. Ja. Ist das für Sie so ein bisschen das Gefühl, dass es zu viel ist mittlerweile? Oder sagen Sie, auf dieser Welle des Erfolgs kann er ruhig weiter surfen? Nein, wir müssen weiter so mit ihm weil er bringt etwas, auch man sieht ihn und er bringt etwas, einfach so, man sieht ihn einfach nicht nur auf dem Platz, Körpersprache, auch im Training und das ist auch sehr wichtig. Ich muss sagen, auch der Renner auch bringt etwas auch hier, das ist gut für die Mannschaft. Tobias Jürgen. Jetzt muss ich doch noch einmal nachhaken. Sie haben gerade gesagt, mit Achraf Hakimi ist es geklärt, bei Marco Reus sei es speziell gewesen. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass es speziell war? Nein. Er hat mir gesagt, es ist okay, es bleibt zwischen beiden. Es ist nicht wegen seiner Auswechslung oder so. Es ist andere Sache. Haben wir am Samstag ja schon gesagt. Also hatte nichts mit der Auswechslung zu tun, ja. Mit dem Trainer auch nicht. Ja. Alles gut. Ja, das sagen wir nicht. Ja, nein. Es gibt keine weiteren Fragen, glaube ich. Dann vielen, vielen Dank für die muntere Runde und eine gute Anreise nach Bremen. Bis dann. Tschüss. Merci.